Zurück zur Vorlesung GmbH-Recht. Sie sind jetzt wahrscheinlich ganz verwirrt, wo wir dran sind. Nur damit Sie es in der Gliederung nachvollziehen können. Wir haben abgehakt das Thema Entstehung der GmbH. Da haben wir geredet über den Gesellschaftsvertrag, welche Regelungen da möglich sind, welche Regelungen da zwingend sind und welche Regelungen üblich sind. Möglich, zwingend, üblich. Danach haben wir uns ganz kurz mit der Finanzverfassung beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, was heißt Kapitalaufbringung, was heißt Kapitalerhaltung in der GmbH, warum gibt es ein Mindestkapital. Und danach haben wir letzte Woche dann weitergemacht mit dem Thema Geschäftsführer und wir haben damit nur angefangen. Das heißt, wir sind heute nicht, oder wir haben heute noch einen gewissen Rückstand aufzuholen. Aber danach können wir planmäßig weitermachen mit der Frage, was muss man zu Gesellschaftern wissen? Ja, gucken wir mal. Ein Rückblick. GmbH, Sie erinnern sich düster, besteht aus Gesellschaftern, hier mal als A, B, C bezeichnet. Und diese Gesellschafter zusammen bilden das Organ Gesellschafterversammlungen. Die müssen sich nicht versammeln, die können die Entscheidungen auch in einem Umlaufverfahren treffen oder in jedem anderen Verfahren, was sie für geeignet empfinden. Das heißt, anders als in der AG haben wir da keine großen Formalia. Die Gesellschafter bestellen, wie wir letzte Woche gelernt haben, Paragraph 6, und berufen ab die Geschäftsführer, hier mal als X und Y bezeichnet. Wir haben gelernt, die Geschäftsführer vertreten nach außen die GmbH, 35 folgende. Sie sind aber anders als der Vorstand einer AG weisungsgebunden. Das heißt, sie müssen das machen, was die Gesellschafter ihnen auftragen. Wir haben weiterhin gelernt, dass es gewisse Treuepflichten gibt. Es gibt noch die Möglichkeit, weitere Organe zu schaffen. Ich habe mal hier UVW gemacht. Die können als Aufsichtsrat eingeschaltet werden. Der Aufsichtsrat muss nicht die Kompetenzen haben wie in der Aktiengesellschaft. Das heißt, obwohl es einen Aufsichtsrat gibt, bleiben die Geschäftsführer im Außenverhältnis relevant und im Innenverhältnis erfolgt die Bestellung weiterhin grundsätzlich durch die Gesellschafter. Außer wir haben eine Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz. Das heißt, mehr als 2000 Arbeitnehmer. Im Außenverhältnis interessiert den Dritten eigentlich nie, wer Gesellschafter ist und nie, wer Aufsichtsrat ist, weil Ansprüche hat er nur gegen die GmbH und die GmbH wird wirksam vertreten durch den Geschäftsführer. Und wenn Sie sich § 37 ansehen, dann stellen Sie fest, die Vertretungsmacht ist nach außen unbeschränkbar. Das heißt, selbst wenn es eine gegenteilige Weisung gibt, muss den Dritten das nicht interessieren. Das heißt, alles, was hinter den Geschäftsführern ist, interessiert den Rechtsverkehr gar nicht. Ja, Geschäftsführer, wie gesagt, haben wir gelernt. Ich kann einen Geschäftsführer haben, ich kann zwei Geschäftsführer haben, ich kann auch 100 Geschäftsführer haben. Es gibt da keine Obergrenze. Die Geschäftsführer können selber Gesellschafter sein, müssen es aber nicht. Es gilt keine Selbstorganschaft, ich kann also Leute anstellen. Ich kann aber auch die Gesellschafter das selber machen. Und bemerkenswerterweise, genauso wie in der AG, gilt der Grundsatz der Gesamtvertretung. Das heißt, alle Geschäftsführer müssen zusammen auftreten. Anders ist es in der OHG zum Beispiel, wo jeder Gesellschafter alleine im Rahmen der Einzelvertretung die OHG vertreten kann, wenn nichts anderes bestimmt ist. Zudem greift auch für die Geschäftsführer 181 BGB. Das heißt, wenn da keine Befreiung eingetragen ist, dürfen die keine in sich Geschäfte abschließen, sondern müssen ihre Verträge mit Dritten, müssen ihre Verträge dann jeweils genehmigen lassen. Wie wird man Geschäftsführer? Relativ einfach. Entweder indem man schon bei der Gründung in der Satzung bestellt wird, beziehungsweise im Gründungsprotokoll. Ansonsten kann der Geschäftsführer durch einfachen Gesellschafterbeschluss bestellt werden. Das heißt, es reicht 50% Mehrheit plus eine Stimme. Das ist deshalb überraschend, weil selbst wenn er in der Satzung drinsteht, muss ich die Satzung nicht ändern, um den Geschäftsführer auszutauschen. Ich kann also über die Satzung hinaus einfach einen anderen bestellen.
Der Beschluss muss allerdings notariell beglaubigt werden, damit er ins Handelsregister eingetragen wird. Das ist aber keine Beurkundung, sondern schlicht die Bestätigung, dass die Änderung erfolgt. Wenn ich eine mitbestimmte GmbH habe oder es im Vertrag so vorsehe, kann ich Geschäftsführer auch vom Aufsichtsrat bestellen lassen. Der gesetzliche Regelfall ist es aber nicht. Das ist dann entweder Vertragsfreiheit oder größenbedingt bei mehr als 2000 Arbeitnehmern. Als Testfrage, wer von diesen vier Personen kann Geschäftsführer sein? Kann eine andere GmbH Geschäftsführerin einer GmbH sein? Wir wissen, bei der GmbH und Co. KG ist persönlich haftender Gesellschafter der KG und damit auch geschäftsführender Gesellschafter der KG eine GmbH, also eine juristische Person. Also müssen wir uns ja fragen, kann auch eine GmbH Geschäftsführerin einer anderen GmbH sein? Ja? Ja, nach 6 Absatz 1 muss der Geschäftsführer eine natürliche Person sein. Bemerkenswerterweise, zum Beispiel in Großbritannien, ist das anders. Da kann Director auch eine juristische Person sein. Das heißt, sie können eine solche Verkettung machen. Das deutsche Recht kennt das nicht. Sie wissen vielleicht, im Insolvenzrecht war das neulich noch vom Bundesverfassungsgericht, ob eine juristische Person Insolvenzverwalter sein kann. Und auch da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das können nur Menschen, weil nur die Verantwortung tragen können. Andere Frage, kann ein verurteilter Mörder Geschäftsführer einer GmbH sein, aus der Gefängniszelle heraus? Mord und Totschlag? Ja. Das heißt, bei einer normalen GmbH jetzt nicht. Was meinen Sie denn, wenn der sozusagen vorher schon, stellen Sie vor, er ist Bauhandwerker und der ist deshalb verurteilt worden, weil er einem mit dem Schraubenzieher den Schädel aufgespießt hat? Ja, das ist meine. Würde das ausschließen, dass der Geschäftsführer einer neuen Bauhandwerks GmbH ist? Da würde ich sagen, noch nicht, weil ein Sicherheitsunternehmen wohl schon. Stellen Sie sich vor, der ist in der Tat hier Türsteher gewesen, Türsteher GmbH, hat einen zu Tode geprügelt, der rein wollte, und jetzt will er wieder Geschäftsführer eines neuen Sicherheitsunternehmens werden. Würden Sie sagen, das steht ihm entgegen? Was sagt uns das GmbH-Recht? Ja? Ja. Aufgrund eines gerichtlichen Urteils einen Berufung darf. Ja. Ich sage, es gibt Bereiche, sowas zur Erlaubnis gibt. Mhm. Das heißt, er wird diese Erlaubnis nicht bekommen, wenn er verurteilt ist, und deswegen darf er auch ein Geschäftsführer sein. Das ist ein Sonderfall. Mhm. Also in der Tat, wir haben die Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung sagt, für bestimmte Berufe, unter anderem fürs Bewachungsgewerbe, brauche ich eine Zuverlässigkeitsprüfung und die würde er hier nicht bestehen. Aber schließt das denn aus, dass er der Chef ist sozusagen und im Backoffice arbeitet? Sagen wir, er bewacht ja gar nicht. Seine Mitarbeiter das für ihn machen. Meinen Sie, da würde ein Berufsverbot ausgesprochen werden? Ja, wer übt das Gewerbe aus? Übt der Geschäftsführer das Gewerbe aus? Was meinen Sie? Die GmbH übt das Gewerbe aus. Ist die GmbH unzuverlässig? Ja. Was ist, wenn der Alleingesellschafter der GmbH ist? Ist die GmbH dann unzuverlässig? Ja. Jetzt, wenn er Geschäftsführer ist für Buchführung, Finanzvorstand, macht das die GmbH unzuverlässig? Wenn er Mörder ist. Er ist Mörder und Finanzvorstand.
hauptberuflich Mörder, nebenberuflich Finanzvorstand. Oder umgekehrt. Haben Sie da keinen Gewissensbisse? Ja, also in der Tat, Sie müssen unterscheiden, die Zuverlässigkeit nach Gewerberecht und die Schwarzliste nach GmbH-Recht. Die Schwarzliste nach GmbH-Recht, wenn Sie da reingucken, bezieht sich ausschließlich auf Vermögensdelikte, und zwar ausschließlich auf Vermögensdelikte, die spezifisch GmbH-rechtlich geprägt sind. Das heißt Insolvenzstraftaten, Betrug, Untreue und, ja, das war es im Wesentlichen auch schon. Alle anderen Straftaten können nur dann relevant werden, wenn in der Tat ein gerichtliches Berufsverbot ausgesprochen worden ist, was üblicherweise befristet sein muss wegen Artikel 12. Sie können sozusagen jemanden nicht für immer von seinem Traumberuf wegschließen. Dann hat es aber auch zur Folge, dass Sie nicht nur dann ausgeschlossen sind, wenn Sie konkret diese Tätigkeit ausüben in der GmbH, sondern es reicht auch schon, dass Sie überhaupt mit in der Geschäftsführung wirken können. Das heißt, auch wenn Sie Finanzvorstand sind und nebenbei Mörder, wenn gesagt worden ist, Sie dürfen nicht mehr Bauhandwerker sein, sind Sie auch als Finanzgeschäftsführer ausgeschlossen. Der Ausschluss wirkt absolut, auch wenn Sie de facto gar nichts aktiv tun. Die Begründung dafür ist, Sie können ja doch auf die Idee kommen, was zu tun, und da könnte Sie keiner von abhalten. Also sind Sie von vornherein von dem gesamten Business ausgeschlossen, auch von den Segmenten, die von Ihrem Berufsverbot eigentlich gar nicht berührt werden. Man will sozusagen den Verkehr vor Ihnen schützen. Kann ein Nicht-Gesellschafter Geschäftsführer werden? Jemand, der Nicht-Gesellschafter ist? Irgendjemand von der Straße, den Sie anheuern? Ja? So ist es. Steht ausdrücklich drin, also kein Problem. Was ist mit einem 14-Jährigen? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen hochtalentierten 14-Jährigen, der soll Geschäftsführer werden. Hat auch eine Genehmigung vom Vormundschaftsgericht nach 113 und der möchte jetzt gerne hier als großer Softwareentwickler, weil er schon Facebook programmiert hat, auch gerne seine Geschäfte führen. Geht's? Ja. In der Tat, da steht drin, unbeschränkt geschäftsfähig. Werden Sie unbeschränkt geschäftsfähig, wenn Sie eine Genehmigung nach Paragraphen 112, 113 BGB kriegen vom Vormundschaftsgericht? Das haben Sie noch nie geguckt, geben Sie es zu. BGB AT 112, 113. Was steht denn da drin? Ja. Sondern? Ja. Ja, in der Tat, das führt zu einer beschränkten Geschäftsfähigkeit, einer bestimmte Bereiche beschränkten Geschäftsfähigkeit, aber nicht zu einer unbeschränkten. Jetzt eine andere Frage, warum macht der Gesetzgeber das denn? Denn Sie erinnern sich vielleicht noch ein bisschen an BGB AT. Sie können einen 14-Jährigen als Vertreter bestellen. Sie können sagen, vertritt mich, und das ist völlig wirksam. Also eine Vollmacht an einen beschränkt Geschäftsfähigen ist vollumfänglich wirksam. Der kann dann in Ihrem Namen alles machen, Grundstücksgeschäfte abschließen und alles Mögliche, soweit Sie ihn dazu bevollmächtigt haben. Warum sagt also der Gesetzgeber in der GmbH, derjenige muss unbeschränkt geschäftsfähig sein? Ja? Ja, also man könnte in der Tat meinen, die Haftung ist doch viel strenger als im BGB und davor muss der Minderjährige geschützt werden. Jetzt eine Testfrage, könnte denn der Minderjährige mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts als Einzelkaufmann tätig werden? Oder als OHG-Gesellschafter? Als geschäftsführender OHG-Gesellschafter? Was meinen Sie, geht das? Das ist eine einfache Frage. Ja, klar. Mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts kann er das machen.
Dann stellt sich die Frage, würde der GmbH-Geschäftsführer denn strenger haften als ein Einzelkaufmann oder als ein OHG-Gesellschafter? Also als Test. Was meinen Sie? Ja. Personen haben jetzt Gesellschaften eine persönliche Haftung gegeben. Ja. Ja, im Personengesellschaftsrecht in der Tat gibt es eine persönliche Haftung. Jetzt, okay, wenn genug Geld in der Kasse ist, ist die auch relativ egal. Die Frage ist ja eher, wann haftet denn der Geschäftsführer mal? Haftet er jemals oder ist er immer von der Haftung privilegiert? Die Kollegin hat eben gesagt, das ist eine harte Haftung. Ja, in der Tat bei Insolvenzverschleppung. Nach 15a Insolvenzordnung muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen. Wenn er es zu spät macht, dann muss er den Schaden ersetzen, der dadurch entsteht, dass nicht von vornherein Insolvenzantrag gestellt worden ist, das heißt den Quotenverlust. Und alle Verträge, die danach abgeschlossen sind, muss er auch persönlich befriedigen. Das heißt, er würde unbeschränkt auch da wieder haften. Das heißt, da wäre die Haftung nicht viel anders. Trotzdem würde man sagen, in der Personenhandelsgesellschaft haftet er im Zweifel strenger, weil er auch für vertragliche Schulden komplett unbeschränkt haftet. Während in der GmbH würde man sagen, da haftet der Geschäftsführer nur, wenn er eine konkrete Pflicht verletzt. Das heißt, die Haftung kann nicht das Kriterium sein, warum der Gesetzgeber das so angeordnet hat. Haben Sie noch eine andere Idee, woran es liegen kann, wenn es nicht darum geht, den armen Minderjährigen vor der Haftung zu schützen? Und ich sage Ihnen, es geht nicht um den Schutz des Minderjährigen bei der Regelung, überraschenderweise. Die Regelung soll nicht die Minderjährigen schützen. Ja? Ja, das ist eine sehr gute Überlegung. Die GmbH soll vor den Minderjährigen geschützt werden. Was soll das denn konkret heißen? Welche Gefahren drohen denn der GmbH, wenn ein minderjähriger Geschäftsführer ist? Und wer ist denn die GmbH überhaupt? Wen schützen wir denn hier? Aber die Spur ist völlig richtig. Es geht um den Schutz der GmbH. Ja? Ja. 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 Das klingt auf den ersten Blick ganz gut, aber da wir eh die GmbH haben, würde das kein großes Risiko bedeuten. Das heißt, die GmbH würde haften, wenn sie wirksam vertreten ist. Und nach 37 kommt es auf Beschränkung um innenverhältnislich an. Das heißt, die GmbH würde immer für alle Schulden haften, die der Minderjährige begründet. Das wäre die Natur der Sache. Ja? Ich würde sagen, dass da eine generelle Erwägung vielleicht dahinter steckt, dass ein beispielsweise erfahrener Geschäftsmann, der über 50 Jahre alt ist und schon beispielsweise 30 Jahre Berufserfahrung hat, die GmbH wahrscheinlich ein bisschen sachgerechter leiten kann als ein unerfahrener 14-Jähriger. Das könnte man meinen, aber dummerweise ist die Regelung nicht wie beim Bundesverfassungsgericht, der Geschäftsführer muss mindestens 40 Jahre alt sein. Also 18 wird gesagt, da auf einmal an dem Tag fällt die Weisheit über ihn und dann kann er es. Also die Regelung knüpft nicht an die Erfahrung an. Auch unerfahrene Menschen können Geschäftsführer werden. Ja. Ja, jetzt nähern wir uns dem Problem. In der Tat, vor Gericht haben wir auch Probleme mit der Vertretung. Die Frage ist, warum haben wir denn da auch Probleme? Wer soll geschützt werden vor den bösen Minderjährigen? Wer ist gefährdet? Nicht der Vertretene und auch nicht der Geschäftspartner, der sich darauf einlässt. Wer muss geschützt werden? Ja? Ja. Dafür haben wir Regelungen im Gesetz. Der könnte ja auch sterben.
Der könnte ein Klavier auf den Kopf fallen, dann ist er tot. Also das Risiko haben wir immer, dass die GmbH ohne Geschäftsführer dasteht, weil irgendwas wegfällt oder sich ändert. Der könnte ja auch mal eben Steuerhinterziehung machen und dann disqualifiziert werden. Also es gibt viele Varianten, wie man einen Geschäftsführer los wird, indem man zum Beispiel eine Straftat begeht, die in dem Katalog drin steht. Es geht um was ganz anderes. Man sagt, es ist folgendes Problem. Der Geschäftsführer handelt nicht nur im Interesse der Gesellschafter, sondern er ist auch Vertreter der staatlichen Gewalt. Er muss nämlich zum Beispiel darauf achten, dass das Stammkapital eingezahlt worden ist. Er muss nach § 8 bestätigen, das Stammkapital steht zu seiner freien Verfügung. Er muss zum Beispiel nach § 40 eine Gesellschafterliste führen, wo er reinschreibt, wer Gesellschafter ist. Und er muss nach § 42 GmbH-Gesetz die Bücher der GmbH führen. Und das tut er nicht für die Gesellschafter, sondern das tut er für die Allgemeinheit, damit unter anderem der Staat gucken kann, ob er richtig Steuern kriegt und damit potenzielle Geschäftspartner sehen können, wie es um die GmbH bestellt ist. Das heißt, der Geschäftsführer übt staatliche Gewalt mittelbar in der GmbH aus. Der verlängerte Arm des Staates, er hat also immer eine Zwiespaltposition. Er hat Interessen der Gesellschaft zu vertreten, er muss weisungsgebunden handeln, aber ab und zu handelt er auch im Interesse der Allgemeinheit, indem er für Transparenz sorgt, Gesellschafterliste offenlegt, Jahresabschluss offenlegt, indem er Bücher führt oder indem er Insolvenzantrag stellt. Das macht er nicht für die Gesellschafter. Die wollen vielleicht anonym bleiben, die wollen vielleicht gar keine Bücher geführt haben, damit alles irgendwie verdeckt bleibt. Er muss das machen für den Staat, auch gegen den Willen der Gesellschafter, auch wenn die das nicht wollen und wenn die das Gegenteil von ihm verlangen. Und dann sagt man, ein Minderjähriger ist nicht so sehr in der Lage, da eigenverantwortlich zu handeln, weil der Minderjährige eben nicht genug Eigenverantwortung hat. Das heißt, es geht nicht um den Schutz der Gesellschafter oder um den Schutz der Gläubiger, sondern es geht um den Schutz der Allgemeinheit vor diesem Menschen, der unzuverlässige GmbH führt und damit nicht die Pflicht im Interesse der Allgemeinheit ausüben kann. Es geht also nicht um die Weisheit, sondern schlicht um die Vertrauenswürdigkeit. Können wir einem 14-Jährigen vertrauen? Und die Antwort lautet, nein, das können wir nicht. Ja, was der Geschäftsführer macht, haben wir auch gesehen. Er führt die Geschäfte, das ist klar. Aber ich habe auch schon gesagt, er führt Aufgaben im Interesse der Öffentlichkeit durch. Insbesondere führt er die Bücher. Das heißt, er prüft das Vermögen der GmbH. Er führt die Gesellschafterliste, das heißt, er legt offen, welche dubiosen Gestalten hinter der GmbH stehen. Und wenn es finanziell den Bach runtergeht, leitet er ein Insolvenzverfahren ein. Dann haben wir gesprochen über den Anstellungsvertrag. Der Anstellungsvertrag regelt die Rechten und Pflichten im Hinblick auf die Vergütung und Ähnliches. Was da konkret drinsteht, können Sie sich angucken, wenn Sie in eCampus sich das ansehen. Und jetzt ist PowerPoint abgestürzt. Was uns nicht aufhalten sollte, aber was mich etwas irritiert. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, wie viel verdient ein Geschäftsführer? Das sehen Sie hier. Bei kleinen Unternehmen ist das noch nicht mal so gut bezahlt. Im Handwerk kriegen Sie pro Jahr 92.000 Euro. Das klingt nach viel, aber Sie müssen ja berücksichtigen, Sie müssen es auch irgendwie versteuern und sich vielleicht auch mal krankenversichern. Das heißt, da bleibt nicht so viel übrig. Aber selbst in großen Handwerksunternehmen kommen Sie gerade mal auf 118.000 pro Jahr. Und wie gesagt, da müssen Sie von abziehende private Krankenversicherung, die nicht so ganz günstig ist, beziehungsweise eine freiwillige gesetzliche, wenn Sie Ihre Familie auch mitversorgen wollen. Dazu gibt es Tabellen, die Ihnen sagen sollen, wie sich das entwickelt. So, was haben wir letzte Woche gemacht? Gucken wir mal. Wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen Anstellung und Bestellung. Man könnte auch sagen A und B. Im Aktienrecht haben wir eine fragmentarische Regelung der Anstellung. Im GmbH-Gesetz werden Sie dazu gar nichts finden. Was ist die Anstellung, was ist die Bestellung? Ja? Die Bestellung begründet das korporationsrechtliche Organverhältnis. Ja. Und die
GmbH und Geschäftsführer regelt, da gibt es meistens so Dinge wie Vermutung, Urlaubsansprüche. Ja, so ist es. Das Bestellungsverhältnis ist das organisatorische Verhältnis, das heißt die Beziehung des Geschäftsführers zu Dritten und zur Allgemeinheit, geregelt im GmbH-Gesetz, Bestellung § 6, Abberufung § 38 und die Pflichten § 35, 37, 40, 42. Die Anstellung ist dagegen nicht geregelt im GmbH-Gesetz. Welcher Vertragstyp liegt da üblicherweise vor im Sinne des BGB? Ja? Unabhängiger Dienstvertrag mit Geschäftsbesorgungsvertrag. Ja, es liegt ein Dienstvertrag vor, der kein Arbeitsvertrag ist, also im Grunde freier Dienstvertrag, der im Regelfall als Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne von 675 folgende qualifiziert werden kann, mit der Folge, dass es unter anderem einen Anspruch auf Spesen gibt, nach 670. Das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Ist ein Geschäftsführer Arbeitnehmer und unterscheiden Sie dabei die Rechtslage in Deutschland von derjenigen nach Europarecht? Was sagen Sie dazu? Ist ein Geschäftsführer Arbeitnehmer? Ja? Ja, im deutschen Recht grundsätzlich nicht. Wir haben ausdrückliche Regelungen im Arbeitsgerichtsgesetz, die sagen, wir sind nicht zuständig. Im Kündigungsschutzgesetz, die sagen, ich habe kein Kündigungsschutzgesetz und so weiter. Die sagen, der Arbeitnehmer unterliegt nicht diesen Schutzvorschriften. Nach Europarecht haben wir keine eindeutige Definition. Der EuGH stellt ganz entscheidend ab auf die wirtschaftliche Abhängigkeit und die Weisungsgebundenheit. Und er geht davon aus, dass ein Geschäftsführer davon leben muss, dass er sein Geld durch seine Tätigkeit kriegt. Das heißt, wirtschaftlich abhängig ist er und weisungsgebunden ist er auch, weil nach § 37 muss er die Weisungen der Gesellschafter befolgen. Das heißt, nach Europarecht ist der Geschäftsführer Arbeitnehmer und nach deutschem Recht nicht. Im Hinblick auf welche Regelungen spielt das Europarecht denn eine Rolle oder im Hinblick auf welche Tatbestände? Kommt es denn auf diese europarechtliche Klamotte an? Es ist ja schön, dass es europarechtlich so sein mag, aber wofür spielt das eine Rolle? Ja? Ja, in der Tat, der Mutterschutz ist harmonisiert. Sie dürfen eine Geschäftsführerin nicht auf die Straße setzen, solange sie noch dem Mutterschutz unterliegt. Das heißt, sie bleibt weiterhin Geschäftsführerin, kriegt also nicht nur ihr Geld nach dem Anstellungsvertrag, sondern behält auch ihre Vertretungsbefugnis nach 35. Sie darf sozusagen gar keine Änderung erfahren während der Schwangerschaft. Der andere Fall ist Diskriminierung wegen Alter oder Herkunft. Auch da können Sie nicht sagen, wir nehmen nur Deutsche als Geschäftsführer oder wir nehmen nur junge, dynamische Typen als Geschäftsführer. Sie müssen dafür einen sachlichen Grund im Einzelfall geltend machen. Wenn Sie jemanden auf die Straße setzen, weil er zu alt ist, müssen Sie das begründen. Wenn der Geschäftsführer nach deutschem Recht aber kein Arbeitnehmer ist, wie wird er denn dann geschützt? Gar nicht. Ist der Geschäftsführer wirklich ein Sklave im deutschen Recht? Ja, in der Tat, der schlaue Geschäftsführer regelt seine Rechte im Anstellungsvertrag, entweder indem er auf Arbeitsrecht verweist oder indem er ausdrücklich schreibt, wie viel Arbeitszeit er haben will, wie viele Urlaubstage er haben will, wie er möglicherweise vor Kündigung geschützt werden soll. All das kann er regeln. Wenn er es nicht tut, dann haben wir ein Problem. Dann wird gesagt, greifen wir zurück auf 242 und sagen, es gibt eine Treuepflicht der Gesellschaft gegenüber ihrem Geschäftsführer und dazu gehört es, die Leute nicht 7 Tage, 24 Stunden in Anspruch zu nehmen. Man muss ihm auch Erholungszeit geben, damit er überlebt. Oder wenn er krank ist, muss man auch als Dienstherr dem die Möglichkeit geben, nach Hause zu gehen. Ja? Ich habe mal bezüglich der Aktiengesellschaft eben gelesen, dass der Vorstand oder das Vorstandsmitglied, wenn der Sachgegenstand, um den es sich handelt, wenn er im Rahmen dessen eine arbeitnehmerähnliche Stellung annimmt,
dann finden arbeitsschutzrechtliche Vorschriften an der Höhe Anwendung. Das wird teilweise so vertreten, weil wir beim Vorstand der Aktiengesellschaft mitunter sagen, dass das nur ein Trick ist, sozusagen jemanden als Vorstand zu benennen, in Wirklichkeit er aber Angestellter ist. In der GmbH findet die Diskussion nicht so sehr statt, weil in der GmbH der Geschäftsführer immer weisungsgebunden ist. Sie können in einer GmbH jeden einzelnen Geschäftsführer, auch wenn er der Geschäftsführungsvorsitzende ist, oder wie immer Sie nennen wollen, wie eine Marionette steuern. Der muss allen ihren Wünschen gehorchen. Im Aktienrecht wissen Sie alle 119 Absatz 2, selbst wenn die Hauptversammlung einstimmig der Meinung ist, der Vorstand soll etwas Bestimmtes tun, können Sie darüber keinen Beschluss fassen. Auch der Aufsichtsrat kann dem Vorstand keine Weisung erteilen, 111 Absatz 4. Hier in der GmbH können die Gesellschafter dem Geschäftsführer jederzeit ins Handwerk pfuschen, außer er handelt nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern im Interesse der Allgemeinheit. Das heißt, bei der Kapitalaufbringung, Kapitalerhaltung, bei Insolvenzantrag, Gesellschafterliste und Buchführung haben die Gesellschafter kein Weisungsrecht. Ansonsten können ihn immer hin und her dirigieren. Deshalb, dieser Streit, den es im Aktienrecht gibt, der stellt sich hier nicht, weil das war dem Gesetzgeber damals schon klar, dass das so ist, schon im Jahr 1900. Und trotzdem hat er ausdrückliche Ausnahmeregelungen für Geschäftsführer geschaffen und damit die Anwendung ausgeschlossen. Was macht denn das Bundesarbeitsgericht sozusagen als gewisse Schutzmöglichkeit, vor allen Dingen bei Verträgen, die formularmäßig vorbereitet sind? Was bei Geschäftsführeranstellungsverträgen häufig der Fall ist, weil die aus Formularbüchern kommen. Sie sagen, dass der Geschäftsführer ein Verbraucher ist und dann findet 310 BGB Anwendung. Und es wird unterstellt, dass die, wenn das formularmäßig ist, dass das alles vorformuliert war, sodass man die Inhaltskontrolle übernehmen kann. So ist es. Das Bundesarbeitsgericht sagt, Geschäftsführeranstellungsverträge sind Verbraucherverträge mit der GmbH als Unternehmer und dem Geschäftsführer als Verbraucher. Und deshalb wird eine vollständige Inhaltskontrolle durchgeführt und es findet auch 310 Absatz 3 mit den Vermutungen Anwendung. Das heißt, wir können jede einzelne Klausel auf ihre Angemessenheit überprüfen. Wenn die Klausel dann unangemessen ist, können wir sie entsprechend auch aufheben und dann gilt das dispositive Gesetzesrecht, im Zweifel dann wieder 242, keine übermäßige Beanspruchung. Ja, damit zum letzten Punkt, in wessen Interesse treffen den Geschäftsführer Pflichten, habe ich eben schon gesagt. Zunächst mal im Interesse der Allgemeinheit, nämlich Buchführung, Insolvenzantrag, Kapitalerhaltung, Gesellschafterliste. Zum Zweiten aber auch im Interesse der Gesellschafter, nämlich Maximierung des Vermögens der GmbH bzw. Befolgung von Weisungen. So, das bringt uns dann zu dem Teil, den wir noch nicht gehabt haben, nämlich zu der Frage, welche Pflichten hat ein Geschäftsführer? Was ist denn hier los? Das ist völlig verzögert. Der Geschäftsführer muss Weisungen der Gesellschafter befolgen. Die einzige Ausnahme sind Regelungen, die nicht zur Disposition der Gesellschafter stehen. Und das sind eben, wie gesagt, schon § 30, er darf kein Vermögen an die Gesellschafter ausschütten, § 40, Gesellschafterliste führen, 41, Buchführung, dann 64, weiteres Ausschüttungsverbot und 15a, Insolvenzordnung, Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags. Die spannende Frage, die sich stellt, ist, gibt es noch weitere Sachen, die der Geschäftsführer hat, die er alleine entscheiden darf und wo die Gesellschafter ihm nicht reinreden dürfen? Da gibt es Leute, die sagen, es gibt einen unentziehbaren Kernbereich, man darf ihn sozusagen nicht komplett steuern, er muss noch irgendwas selber entscheiden dürfen und sei es, welche Kugelschreiber gekauft werden oder wo die gekauft werden. Wenn der Geschäftsführer gar nicht mehr entscheiden kann, dann sei er kein Geschäftsführer mehr, sondern dann sei er bloß leitender Angestellter und damit entmachtet. Die herrschende Meinung sieht das anders. Die herrschende Meinung sagt, ich kann den Geschäftsführer wirklich komplett dirigieren. Wenn ich das wirklich machen will als Gesellschafter, kann ich ihn als Marionette führen.
Dann habe ich allerdings auch keine Schadensansprüche, denn wenn er Weisungen befolgt, haftet er auch nicht. Das ist also meine Entscheidung, will ich ihm reinreden, dann ist er von der Haftung befreit, oder lasse ich ihn machen, dann bin ich halt raus. Der Geschäftsführer wird seine Stellung wieder los, indem ich ihn abberufe. Das Gesetz nennt die Abberufung Widerruf der Bestellung, das gilt im Aktiengesetz genauso. Die Idee ist, ich kann einfach sagen, du bist nicht mehr Geschäftsführer. Wenn Sie in 38 lesen, sehen Sie einen weiteren Unterschied zum Aktienrecht. Einen Grund brauchen Sie dafür nicht. Sie können grundsätzlich sagen, ab sofort mag ich dich nicht mehr und du bist raus. Das heißt, das GmbH-Recht geht davon aus, es ist eine besondere Vertrauensposition und Leute mit einer besonderen Vertrauensposition können Sie jederzeit ohne Grund einfach abberufen. Dasselbe haben wir auch bei der Vollmacht. Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich. Das heißt, Sie können ihn einfach so loswerden. Wir haben aber auch schon ganz am Anfang gesehen, Sie können was anderes vereinbaren. Sie können in den Gesetzesvertrag reinschreiben und sagen, Abberufung nur aus wichtigem Grund oder Abberufung nur aus sachlichem Grund oder Abberufung nur mit einer Frist von 12 Monaten. Da gilt also Vertragsfreiheit. Wenn nichts vereinbart ist, können Sie einfach so rauskicken. Wichtig, Sie müssen abgrenzen, die Bestellung von der Anstellung auch bei der Beendigung. Die Kündigung, das Ende des Dienstvertrages geht nach BGB. Und da haben wir besondere Regelungen für die Kündigung. Entweder Sie kündigen ordentlich, dann müssen Sie Kündigungsfristen einhalten, 622. Oder Sie kündigen außerordentlich nach 626, 627, dann brauchen Sie einen Grund. Es kann also eine Situation geben, wo jemand schon abberufen ist, aber noch nicht gekündigt ist, weil die Kündigungsfrist noch läuft. In dieser Zeit hat der Geschäftsführer keinen Beschäftigungsanspruch. Er kriegt also Geld und darf, selbst wenn er will, nicht arbeiten. Wir sagen, es ist doch cool, Geld kriegen und nicht arbeiten, aber im Arbeitsrecht gilt ein elementarer Grundsatz, der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Beschäftigung, das hat der Geschäftsführer nicht. Es müsste auch eine gleichwertige Beschäftigung sein, die es eh nicht gibt. Wie gesagt, für beide Regelungen ist grundsätzlich kein Grund erforderlich. Sie können also einfach so den Geschäftsführer loswerden. Ich habe mal versucht, abschließend alle Pflichten aufzuführen, die nicht zur Disposition der Gesellschafter stehen. Die erste Pflicht haben wir schon kennengelernt, relativ am Anfang. Der Geschäftsführer muss die ausstehenden Einlagen einfordern. Wenn also jemand gesagt hat, ich zahle 10.000 Euro, hat der Geschäftsführer die Pflicht, das Geld anzunehmen und für die Gesellschaft einzuzahlen. Zweitens, das haben wir noch nicht gehabt, das kommt aber heute hoffentlich noch, führt der Geschäftsführer die Gesellschafterliste. Das bedeutet, er kontrolliert, wer Gesellschafter ist und legt das im Handelsregister offen. Wenn das nicht tut, wozu ihn keiner zwingt, dann verletzt er eine Pflicht im allgemeinen Interesse und kann vom Gericht durch Zwangsgeld dazu angehalten werden. Dann die Parallele zur Einlageneinforderung ist die Verhinderung von Ausschüttungen. Wenn Sie sich § 30 nochmal angucken, 30 Absatz 1 sagt, er darf das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen nicht an die Gesellschafter ausschütten. Er darf es an jeden anderen zahlen, aber nicht an die Gesellschafter. Und wenn Sie sich § 64 angucken, das ist eine etwas schwierigere Norm, dann sagt die Norm zwei Dinge. Satz 1, Sie dürfen keine Zahlungen ausüben, wenn die Gesellschaft insolvent ist. Und Satz 3 sagt, Sie dürfen keine Zahlungen ausführen, die zur Zahlungsunfähigkeit führen. Zwei verschiedene Pflichten. Warum brauchen wir § 64, wenn wir doch eh schon § 30 haben? Das scheint ja irgendwie doppelt gemoppelt. Ja? Die zukünftigen Insolvenzgläubiger sollen nicht mehr belastet werden, als es ohnehin schon der Fall ist. Ja. Inwieweit würden die belastet? Naja, je weniger Geld da ist, desto weniger fällt auf die jeweiligen Großaufsichten und Insolvenzverfahren. Ja. Geht doch um den Unterschied von 30 GmbH-Schutz, Verstandkapital und 64
Ja, 30 schützt in der Tat nur das Stammkapital, was in der Satzung drinsteht, was ein frei festgesetzter Betrag ist, während 64 das gesamte Vermögen schützt. Gut, aber jetzt, wenn ich Geld auszahle, was dazu führt, dass das Stammkapital nicht mehr gedeckt ist, dann werde ich im Zweifel auch den Fall des 64 haben. Umgekehrt, ich kann kaum eine Zahlung tätigen, die zur Insolvenz führt, wenn nicht auch das Stammkapital unterschritten wird. Ja, Paragraph 64 erfasst alle Zahlungen, das heißt, er verbietet nicht nur Zahlungen an die Gesellschafter, sondern er verbietet auch andere Auszahlungen. Er verbietet zum Beispiel auch die feste Anlage von Geld. Sie können also hingehen und sagen, ich tausche Bargeld gegen Grundstücke. Das ist bilanziell neutral, es führt nicht zu einer Unterschreitung der Stammkapitalziffer, weil einfach das Geld ist immer noch in der Kasse, nur eben in Immobilien statt in Bar. Sie können aber dadurch die Zahlungsunfähigkeit verursachen, denn Sie können keinen mit Grundstücken bezahlen. Wenn Sie jemanden bezahlen wollen, will der im Zweifel Überweisung oder Bargeld. Das heißt, die Umwandlung liquider Mittel in fest angelegte Mittel, die erst mit Aufwand liquidiert werden können, verstößt gegen 64, aber nie gegen 30, weil das bilanzielle Vermögen immer gleich bleibt. 64 schützt also auch die Zahlungsfähigkeit im Sinne von Liquidität, während 30 schützt nur die Gesamtsumme in der Bilanz. Beide Pflichten schützen den Verkehr und beide Pflichten stehen nicht zur Disposition der Gesellschafter. Wenn die also anderweitige Weisungen erteilen, muss man die nicht einhalten. Dann Buchführung und Offenlegung. Buchführung heißt schlicht, er muss gucken, Inventarisierung, dann Bilanzierung und Gewinn- und Verlustrechnung. Er muss also gucken, wie hat sich das Vermögen und wie haben sich die Gewinne im Laufe des Jahres entwickelt. Offenlegung heißt, er muss das Ganze beim Bundesanzeigerverlag einreichen, der das Ganze dann wiederum offenlegt. Das heißt, Sie können im Unternehmensregister nachgucken, welche Gewinne und Verluste bzw. welche Bilanz hat diese GmbH. Die meisten GmbHs kriegen Sie allerdings nur gegen Geld, weil die nur hinterlegen müssen. Das heißt, das ist nicht offen zugänglich, sondern nur auf Anfrage. Dann, alles, was mit dem Register zu tun hat, ist auch eine Pflicht im Sinne der Allgemeinheit. Sie können also nicht sagen, ich möchte keine Änderung im Register angemeldet haben. Das muss der Geschäftsführer auch immer tun. Zum Beispiel Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen muss der Geschäftsführer anmelden, auch wenn die Gesellschafter das überflüssig finden. Ebenso bei Versicherungen. Wenn Sie § 80 angucken, steht da drin, er muss versichern, dass die Einlagen zu seiner freien Verfügung stehen. Auch diese Versicherung muss er wahrheitsgemäß abgeben. Wenn die sagen, versicher das mal, obwohl es nicht stimmt, ist diese Weisung nicht zu befolgen. Und schließlich Insolvenzantragspflicht, habe ich schon gesagt. Er muss Insolvenzantrag stellen, wenn die GmbH überschuldet oder zahlungsunfähig ist. Nicht bei drohender Zahlungsunfähigkeit, weil die kann ja noch abgewendet werden. Wenn den Geschäftsführer so viele Pflichten treffen, fragt man sich, warum macht das überhaupt einer und welche Rechte hat der Geschäftsführer? Der Geschäftsführer hat, solange ihm keine Weisung erteilt wird, eine umfassende Geschäftsführungsbefugnis. Das bedeutet, er kann entscheiden, wie der Gesellschaftszweck verfolgt wird. Er guckt also in die Satzung, wo dann drin steht, Import, Export von Gütern aller Art. Welche Güter er wo und zu welchem Preis importiert, darf er selbst entscheiden, solange ihm keiner eine Weisung erteilt. Was er nicht machen darf, ist hingegen rein soziales Engagement, das heißt Sponsoring. Er kann nicht hingehen, das Geld einfach so verschenken. Er muss vielmehr gucken, ob das einen Gesellschaftszweck verfolgt. Sponsoring ist dann zulässig, wenn er begründen kann, dass dadurch das Produkt beliebter wird, das Image des Unternehmens beliebter wird oder ähnliches, dann ist Sponsoring zulässig. Einfach nur Sponsoring, weil er den Sportverein seines Sohnes unterstützen will, ist dagegen nicht so rechtfertigt. Grundlagengeschäfte kann er ebenfalls nicht vornehmen. Wenn er also wechseln will von Branche A in Branche B, muss er die Gesellschafter fragen. Das ist so ein bisschen wie im Aktienrecht bei dieser Holzmüller-Sache. Wenn es eine Entscheidung ist, die so wesentlich ist, dass sie einer Satzungsänderung nahe kommt,
muss der Geschäftsführer vorher fragen, bevor er es einfach macht. Das Ganze ist sogar für ihn so gut, dass er im Außenverhältnis tun und lassen kann, was er will. Er vertritt die GmbH und diese Vertretung führt dazu, dass die GmbH immer wirksam berechtigt und verpflichtet wird, auch wenn er im Innenverhältnis das nicht durfte. Er kann also, wenn er querulatorisch veranlagt ist, einfach auch mal gegen den Willen der Gesellschafter handeln. Er riskiert dadurch nur seinen Job. Aber die GmbH wird wirksam berechtigt und verpflichtet und im Innenverhältnis kann dann irgendwie Regress genommen werden, aber da muss man erstmal gucken, ob das durchgeht. Nicht nur seine Willenserklärung binden die GmbH, auch sein sonstiges Verhalten. Der Geschäftsführer ist Vertreter im Sinne von 31 BGB und Sie wissen, nach 31 BGB gilt ein deliktliches Verhalten des Geschäftsführers als deliktliches Verhalten der GmbH. Das heißt, Sie haben dann zwei Schuldner, die GmbH und den Geschäftsführer, und im Innenverhältnis haftet grundsätzlich die GmbH, wenn nicht der Geschäftsführer auch eine Pflicht gegenüber der GmbH verletzt hat. Das heißt, wenn er zahlt, kriegt er sein Geld zurück. Letzter Punkt, der Geschäftsführer übt für die GmbH den Besitz aus. Das heißt, er kann alle Sachen, die der GmbH gehören, unter seiner Fuchtel halten. Er darf also den Computer oder den Kugelschreiber als Besitzer haben und ist nicht etwa Besitzdiener für irgendjemanden. Er übt den Besitz für die GmbH aus. Was er hat, ist im Besitz der GmbH. Damit gilt er auch als derjenige, der verbotene Eigenmacht abwehren darf. Das heißt, wenn er was nimmt, ist es nie verbotene Eigenmacht. Wenn es jemand anderes nimmt, kann er die verbotene Eigenmacht durch Gewalt abwenden. Er kann also Leute verprügeln, die Sachen der GmbH wegnehmen. Schließlich bei Verarbeitung wird gesagt, es wird der GmbH zugerechnet über den Geschäftsführer. Das heißt, auch hier ist er sozusagen Repräsentant der GmbH im Außenverhältnis. Was ist denn hier los? Dieser Hörsaal ist technisch ein Desaster. Irgendwie tut sich hier gar nichts. Ja, die Geschäftsführungsbefugnis ist also nur begrenzt, wenn wir entweder eine ausdrückliche Einzelweisung haben. Wer schweigt, stimmt zu. Das heißt, wenn die Gesellschafter nichts sagen, kann er sich einfach verhalten, wie er will. Oder wenn die Satzung generell eine Regelung trifft. Oder soweit er sich außerhalb des Unternehmensgegenstandes bewegt. Wenn da steht, dieses Unternehmen betreibt ein gemeinnütziges Krankenhaus und rettet Menschen, darf er nicht hingehen und sagen, ab sofort verkaufen wir Drogen an Drogenjunkies. Oder ab sofort importieren wir Handys aus Südafrika und verkaufen die. Weil er muss sich im Rahmen des Unternehmensgegenstandes bewegen. Das ist seine Pflicht im Innenverhältnis. Schließlich ist er durchs Gesetz gebunden. Er kann nicht hingehen und Leute vergiften, Kartelle schließen oder, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Aktivitäten ausüben, die schlicht verboten sind. Die meisten GmbHs mit mehreren Geschäftsführern teilen das Ganze intern nach Ressorts auf. Das heißt, es gibt dann einen Geschäftsführer, der für die Finanzen zuständig ist, einen, der fürs Personal zuständig ist, einen, der für Bestellungen zuständig ist, einen, der für Marketing zuständig ist und keine Ahnung was. Das ist so ein bisschen wie bei Elsa zum Beispiel. Es gibt dann einen Director für irgendwas. Die Idee dahinter ist, dass natürlich nicht jeder alles machen will, weil es einfach zu viel Arbeit wäre, wenn jeder in jedem Segment mitwirkt. Das Ganze gilt aber nicht unbeschränkt. Es gilt zunächst eine Kooperationspflicht. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist zwar nicht in meinem Segment drin, aber es muss ein anderer mitwirken, dann müssen die zusammenwirken, um die Entscheidung herbeizuführen.
So wird zum Beispiel derjenige, der Marketing macht, kein Marketing machen können, ohne dass der Finanzmensch ihm Geld dafür gibt. Das heißt, die müssen zusammenwirken und das kann nicht jeder sagen, bin ich nicht für zuständig. Man muss also bei Schnittgebieten immer eine gemeinsame Entscheidung finden. Zweitens, das ist der wichtige Teil, allein dadurch, dass Sie sagen, ich bin nicht zuständig, kommen Sie aus der Haftung nur dann raus, wenn Sie sich zumindest grob versichern, dass er seinen Job vernünftig macht. Sie müssen also A, darauf achten, dass Sie nicht jemanden zum Finanzvorstand machen, der noch nie eine Bilanz gesehen hat. Und B, wenn Sie einen zum Finanzvorstand ernannt haben, müssen Sie zumindest ab und zu mal gucken, wie denn die Bücher geführt werden und ob da irgendwas schlecht läuft. Wenn Sie nicht gucken, können Sie nicht hinterher sagen, ich wusste ja nichts, da war der Kollege für zuständig. Stichprobenmäßig müssen die kontrollieren. Das gilt insbesondere für die Insolvenzantragspflicht. Dann haben Sie eine Organisationspflicht. Damit ist gemeint, Sie müssen das Unternehmen so organisieren innerhalb der Geschäftsführer, dass das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Sie können nicht hinter sich exkulpieren und sagen, es war keiner zuständig, es konnte ja keiner wissen. Sie müssen das Unternehmen auch so organisieren, dass Sie die Informationen kriegen, die Sie benötigen. Sie kennen das Problem bei VW, dass gesagt wird, dieser Abgasskandal ist nicht das Problem des Vorstandes, der konnte das ja gar nicht wissen. Dieses Argument zählt nur dann, wenn Sie beweisen können, dass Sie alles getan haben, was Ihnen Verkehr erforderliche Sorgfalt gebietet, um zu verhindern, dass Leute auf den unteren Ebenen Unsinn machen. Wenn Sie das nicht beweisen können, haften Sie im GmbH-Gesetz auf Schadensersatz, auch wenn Sie nicht zuständig waren, auch wenn Sie nicht der Technikvorstand sind. Stichprobenmäßig muss das Unternehmen so organisiert sein, dass alles funktioniert. Das Ganze kann sich zu einer Rückholpflicht konkretisieren, damit ist gemeint, es kann passieren, dass man sagt, Sie müssen jetzt wieder alles zurückholen zum Gesamtorgan und dann müssen Sie auch darüber reden. Das heißt, der Einzelne ist dann nicht mehr zuständig, wenn man sieht, er ist überfordert oder es ist so wichtig, dass er alleine die Verantwortung nicht tragen kann. Wenn Sie das nicht machen, einfach sagen, mach alleine weiter, kommen Sie nicht raus. Sie haben die Pflicht, das Ganze zurück ans Gesamtorgan zu holen, wenn es wichtig wird. Ja, weil Sie so viel Macht haben, droht immer die Gefahr, dass Sie die Macht missbrauchen und deshalb gibt es Wettbewerbsverbote. Wettbewerbsverbote, Sie kennen das, im Aktiengesetz haben wir eine ausdrückliche Regelung, im GmbH-Gesetz haben wir eine solche Regelung nicht. Und diese Wettbewerbsverbote werden im GmbH-Recht hergeleitet, analog § 60, weil wir sagen, es muss eine Möglichkeit geben, zu verhindern, dass der Geschäftsführer in Konkurrenzunternehmen tätig ist. Und nach Vertragsende wird das Ganze gemessen am GWB, § 1 GWB bzw. 101 AIUV, sowie am Grundgesetz, an der Berufsfreiheit, weil sie ja verhindern, dass ein Top-Mensch im Segment XY tätig werden kann. Denn er wird komplett vom Beruf ausgeschlossen, wenn sie sagen, er darf nicht für die Konkurrenz arbeiten und er darf auch nicht Geschäftsführer bei der Konkurrenz sein. Damit kann ein hervorragender Handwerker, sagen wir ein Schreiner, gar nicht mehr tätig werden. Das eine Unternehmen hat ihn abberufen und das andere Unternehmen darf ihn nicht bestellen, weil ein Wettbewerbsverbot gilt. Das heißt, auch Artikel 12 ist zu prüfen. Und deshalb sagt man maximal 2 Jahre, ausnahmsweise mehr, wenn es eine so bedeutende Person ist, dass sonst die Kunden direkt mit dem hinterherlaufen würden. Also wenn Sie einen Steve Jobs haben, dann kann er nicht einfach gehen. Sie können ein Wettbewerbsverbot von 10 Jahren vereinbaren, dann darf er 10 Jahre lang nicht in derselben Branche tätig werden. Wettbewerb ist noch nicht die bloße Vorbereitungshandlung. Bewerben darf er sich also. Er darf auch schon Visitenkarten drucken, sich neue Klamotten bestellen. Die Vorbereitungshandlungen darf er also innerhalb der Wettbewerbsverbotsphase begehen. Kunden ansprechen, solange er noch keine Verträge abschließt und kein Geld macht. Zudem, wenn er ein Wettbewerbsverbot hat, kriegt er dafür Geld als Ausgleich. Er kriegt eine Karenzentschädigung. Diese bemisst sich üblicherweise nach, was er hätte verdienen können, wenn er bei der Konkurrenz tätig wird. Das heißt, man macht einen Pauschalbetrag fest, der ungefähr dem entspricht, was sein vorheriges Gehalt war. Er kriegt also einen Teil des Gehalts, obwohl er nicht arbeiten muss, damit er nicht zur Konkurrenz geht.
Wenn man zu viel vereinbart und sagt, ich habe ein Wettbewerbsverbot, was entweder verfassungswidrig ist, weil es ihn zu sehr beschränkt, oder wettbewerbswidrig ist, weil es die Konkurrenz zu sehr beschränkt, dann wird das automatisch reduziert auf das angemessene Maß. Es ist nicht etwa sofort nichtig, weil man sagt, wir müssen auch das Interesse der Gesellschafter berücksichtigen, die sind nicht ganz schutzbedürftig. Das, was den Geschäftsführer am meisten interessiert, ist natürlich sein Gehalt, und dazu steht im GmbH-Gesetz schlicht gar nichts. Im Aktiengesetz finden Sie dagegen eine Regelung. Das Aktiengesetz sagt Ihnen nämlich, der Vorstand kriegt eine angemessene Vergütung, und dann gibt es da Regelungen sogar, nach welchen Kriterien die festzusetzen ist, mit dynamischen Teilen und fixen Teilen. Wenn kein Anstellungsvertrag geschlossen worden sein sollte, kann man auf 612 BGB zurückgreifen und sagen, es gilt die angemessene oder übliche Entschädigung als vereinbart. Da muss man gucken, welche Geschäftsführervergütung ist üblich, und dafür gibt es dann diese Karlsruher Tabelle. Dann können Sie ja nach Größenkriterien gucken und sehen, wie viel der kriegt. Es gibt aber auch Geschäftsführer, die unentgeltlich tätig werden, nämlich Familiengesellschafter, die ausschließlich sich aus der Dividende finanzieren. Für die gilt natürlich nicht 611 folgende, die handeln dann im Rahmen eines Auftrags, 663 folgende, und kriegen deshalb Spesen. Wir haben auch eben gehört, auch die angestellten Geschäftsführer handeln im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages nach 675.1, und auch da gilt, es gilt Auftragsrecht entsprechend, das heißt auch die kriegen ihre Spesen zusätzlich zum Gehalt. Sie kriegen also Gehalt plus Spesen im Sinne von Reisekosten, Unterbringungskosten, Einladungen zum Essen. Das kriegen Sie zusätzlich über Ihr Gehalt hinaus, sofern nichts anderes vereinbart ist. Wenn der Anstellungsvertrag nichtig sein sollte, gibt es einen Anspruch aus Bereicherungsrecht, nämlich in Höhe des Wertersatzes nach 818.2. Und da ist auch wieder die übliche Vergütung maßgeblich, der Wert der Geschäftsführertätigkeit entspricht dem, was der Markt dafür bezahlen wird. Und last but not least kommt theoretisch auch GOA in Betracht. Wenn jemand sieht, dass keiner da ist, der die Gesellschaft vertritt, und diesen Job einfach mal de facto übernimmt, kann es sich um eine Geschäftsführung ohne Auftrag handeln. Und dann ist nach 683 Satz 1 auch wieder 670 BGB anwendbar, und er kriegt dafür Geld. Darüber haben wir schon gesprochen, das sogenannte Mitarbeitermodell. Sie erinnern sich düster, dahinter steht die Idee, ich habe jemanden, der ein treu dienender Angestellter ist, und ich möchte ihn zum Geschäftsführer machen und ihm gleichzeitig auch einen Schmankerl gewähren, indem ich sage, du wirst auch Gesellschafter und kriegst einen Teil der Dividende. Dann schafft man üblicherweise Regelungen, die sagen, sobald er nicht mehr Geschäftsführer ist, muss er auch seine Gesellschafterbeteiligung wieder abgeben. Und der BGH hat sich in der Tat 2005 damit auseinandersetzen müssen, und er hat gesagt, eine solche Vereinbarung könnte gegen 138.1 BGB verstoßen, wenn man einfach mal so sagt, ich kann beliebige Gesellschafter ohne Grund ausschließen. Er verlangt daher, dass es sich wirklich um einen verdienten Mitarbeiter handelt, der Anteil ohne Zahlung eines Entgelts oder nur eines Nominalbetrages erlangt wurde, es eine Minderheitsbeteiligung ist und die Übertragung erst bei Ausscheiden erfolgt, das heißt bei Abberufung. Wenn diese vier Kriterien erfüllt sind, ist es zulässig zu sagen, mit der Aufgabe der Geschäftsführerstellung verlierst du auch deine Gesellschafterstellung. Dann ist es auch kein Kündigungshindernis, denn das Kündigungshindernis wäre nur, wenn es auf den Dienstvertrag bezogen ist. Das bezieht sich aber auf die Gesellschafterstellung und ist damit von der Kündigung unabhängig. Wir haben eben gehört, der Geschäftsführer soll doch ach so streng haften. Wie sieht das aus mit dieser Haftung? Nun, wenn wir gucken, zunächst mal entscheidende Norm ist § 43 GmbH-Gesetz. Wenn Sie den 43 GmbH-Gesetz vergleichen mit dem 93 Aktiengesetz, dann erkennen Sie auf einen Blick einen wesentlichen Unterschied. Der 43 ist ungefähr halb so lang.
Eine ganze Reihe des 93 Aktiengesetzes fehlen da, zum Beispiel die schwarze Liste des 93 Absatz 2, wo drin steht, besondere Pflichtverletzungen des Vorstandes. Das gibt es hier nicht, weil gesagt wird, das Ganze ist so vertragsdispositiv, dass man da keine schwarze Liste schaffen konnte. Stattdessen haben wir besondere Regelungen in 64 und in § 30, die bestimmte Pflichten ausdrücklich hervorheben. Der 43 enthält außerdem keine Regelungen zu Vergleichen oder Verzichten. Im Aktiengesetz wissen Sie, die Hauptversammlung muss darüber beschließen, dann gibt es eine Mindestfrist, die abgewartet werden muss. All das gibt es in dem BH-Recht nicht. Die Gesellschafter können theoretisch direkt nach einer Pflichtverletzung sagen, wir verzichten auf den Anspruch gegen den Gesellschafter, gegen den Geschäftsführer. Dann haben wir im GmbH-Recht, anders als im Aktienrecht, zwei besondere Fälle, in denen der Geschäftsführer den Gesellschaftern haftet. Sie wissen, im Aktienrecht haben wir sowas nur in 117 und in 307. Das sind die Fälle, wo der Geschäftsführer, bzw. der Vorstand, seine Macht zum Eigennutz missbraucht. Im GmbH-Recht haben wir zunächst eine Haftung des Geschäftsführers, wenn er Geld an einen Gesellschafter auszahlt, entgegen § 30, und dieser Gesellschafter das nicht zurückzahlen kann und deshalb die anderen Gesellschafter anteilig zahlen müssen. Dann wird gesagt, ist der Geschäftsführer stärker verantwortlich als die Mitgesellschafter und die Mitgesellschafter können vom Geschäftsführer das Geld, was sie gezahlt haben, wieder zurückverlangen. Also nochmal, Geschäftsführer zahlt Geld an Gesellschafter 1 entgegen § 30 aus. Gesellschafter 1 kann das Geld nicht zurückzahlen, weil er pleite ist. Dann sagt uns § 31, haften Gesellschafter 2, 3 und 4 ihrerseits auf Einzahlung des an G1 ausgezahlten Betrages. Und § 31 Absatz 6 sagt, der Geschäftsführer muss dann G2 bis G4 das gezahlte Geld zurückerstatten, weil der Geschäftsführer mehr Verantwortung hat als die Gesellschafter. Gegenüber der GmbH haften die aber alle. Die zweite Anspruchsgrundlage, wo der Geschäftsführer gegenüber den Gesellschaftern auch haftet, ist § 40 Absatz 2. Sie haben gelernt oder haben gerade gehört, der Geschäftsführer führt die Gesellschafterliste. § 40, der trägt ein, wer Gesellschafter ist. Wir werden gleich noch sehen, nach § 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz können Sie von dem Eingetragenen sogar gutgläubig erwerben und nach 16 Absatz 2 haften alle Leute, die eingetragen sind, für die Pflichten ihrer Rechtsvorgänger. Wenn da also irgendjemand reinschreibt, der gar nicht Gesellschafter ist, begründet das eine Haftung und möglicherweise ermöglicht es einen gutgläubigen Erwerb. Das heißt, da können Schäden entstehen, und für diese Schäden haftet der Geschäftsführer den betroffenen Gesellschafter. Und zwar sowohl denen, die zu Unrecht eingetragen worden sind, als auch denen, die zu Unrecht nicht eingetragen worden sind. Das heißt, er hat hier eine wichtige Funktion und haftet deshalb auf Schadensersatz. Schließlich, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was man sich so vorstellt, ist auch eine Haftung gegenüber den Gläubigern möglich. § 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz sagt, den Gläubigern haftet nur das Gesellschaftsvermögen, aber das soll vor allem die Gesellschafter schützen. Der Geschäftsführer haftet insbesondere dann, wenn er gegen ein Schutzgesetz verstößt. Schutzgesetze in diesem Sinne sind zum einen die ganzen Straftaten, wenn er betrügt und sagt, wir haben genug Geld, wenn er Gelder veruntreut nach 266, oder wenn er verspätet Insolvenzantrag stellt nach 15a Absatz 1 Insolvenzordnung. In all diesen Fällen haftet der Geschäftsführer unmittelbar persönlich und summenmäßig unbeschränkt den Gläubigern auf Schadensersatz. Wenn Sie mehrere Geschäftsführer haben, haften die den Gläubigern als Gesamtschuldner, § 840 BGB. Das heißt, der Geschäftsführer trägt das Risiko, wenn er gegen Gesetze verstößt. Eine andere Anspruchsgrundlage, die in Betracht kommt, ist § 311 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 BGB,
wenn der Geschäftsführer besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt. Wenn er also kein Vertrauen auf die GmbH verlangt, sondern Vertrauen in seine Person, dann kann er auch persönlich haften. Zum Beispiel, weil er sagt, ich habe hier Ahnung vom Business und ich habe 5 Doktortitel, dann kann er dadurch persönlich haften. Und natürlich haftet der Geschäftsführer bei vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung. Dazu gehört insbesondere, wenn er Gläubiger gezielt in die Irre führt und gezielt Informationen verschweigt oder wenn er gegen Pflichten verstößt, die gerade gläubigerschützend sind und dadurch auch die Gläubiger schädigen will. Sie sehen also, der Geschäftsführer haftet ziemlich oft. Im Innenverhältnis 43 als ganz entscheidende Norm, 31 nicht Absatz 6, sondern hier Absatz 5 für die Haftung im Innenverhältnis bei Ausschüttungen, 64 bei Zahlungen, die dazu führen, dass Insolvenz eintritt, beziehungsweise dass die Gesellschaft ihre Verbindlichkeit nicht begleichen kann, dann 280 in Verbindung mit dem Anstellungsvertrag wegen Verstoß gegen Vereinbarungen, die nicht gesellschaftsrechtlich sind, sondern schuldrechtlich. Das konkurriert auch mit den anderen Pflichten, denn üblicherweise verpflichtet der Anstellungsvertrag dazu, die Geschäfte auch vernünftig zu führen. Das heißt, da hat man parallel einen Verstoß gegen 43 und einen Verstoß gegen 280.1. Hier etwas eingeklammert steht § 43a. 43a betrifft den Fall, wenn Darlehen an Geschäftsführer gezahlt werden. Darlehensauszahlungen an Geschäftsführer sind strenger zu handhaben als Darlehen an Gesellschafter und auch da gibt es einen persönlichen Anspruch der Gesellschaft gegen den Geschäftsführer auf Rückzahlung. Ja, was haben wir noch? Die Haftung gegenüber Dritten, habe ich Ihnen auch schon gesagt. Wenn er eine Bürgschaft übernimmt natürlich oder einen Schuldbeitritt erklärt, haftet er aus eigener Verbindlichkeit. 179.1 BGB, wenn er gar keine Vertretungsmacht hatte, weil er nur Scheingeschäftsführer war und gar nicht wirklich bestellt worden ist. Vor allen Dingen aber Rechtsschein. Sie kennen vielleicht alle den Fall oder auch nicht. Da kommt jemand und ist Geschäftsführer einer GmbH. Sagen wir, sie heißt Dachdecker Müller GmbH. Und er tritt nicht auf als Dachdecker Müller GmbH, sondern er tritt einfach nur auf als Dachdecker Müller, weil das immerhin auch sein Name ist. Und lässt einfach das GmbH weg, weil es keinen interessiert. Entsprechend hat er auf all seinen Geschäftsbriefen und Formularen immer nur draufstehen Dachdeckermeister Müller und mehr nicht. Dann sagt der BGH, was passiert denn, wenn jetzt die GmbH pleite ist und der Auftraggeber nun ein halbfertiges Haus hat und Schadensersatz will? Dann kann er eine Insolvenzforderung bei der GmbH anmelden und kriegt dann eine Quote von 5-6% im besten Fall. Aber im Zweifel kriegt er damit sein Haus nicht gebaut. Und deshalb überlegt der BGH, wie er diese Lücke schließen kann und er greift zurück auf 179 Absatz 1 BGB. Den wendet er analog an und sagt, naja, der Geschäftsführer hat hier den Eindruck erweckt, er würde eine natürliche Person vertreten, nämlich Dachdecker Müller, was ein Mensch ist und keine GmbH. Diese Person existiert aber gar nicht. Wenn eine Person nicht existiert, gelten die Regelungen der 177 folgende analog und damit unter anderem 179.1 und damit eine unbeschränkte persönliche Haftung. Der BGH macht aber zwei Besonderheiten. Zum einen sagt er, die GmbH bleibt trotzdem Schuldner. Das heißt, wir haben nicht nur den Geschäftsführer wie bei 179.1, sondern auch die GmbH. Er begründet das mit einem unternehmensbezogenen Geschäft und sagt, naja, der Name ist zwar falsch, aber es ist ja klar, dass das Unternehmen verpflichtet werden soll. Das heißt, wir haben eine Haftung der GmbH und des Geschäftsführers. Und die zweite Modifikation ist, der BGH wendet 179 Absatz 2 BGB nicht an. Das heißt, selbst wenn der Geschäftsführer dachte, der andere wird schon verstehen, dass die GmbH gemeint ist, ist er nicht schutzwürdig. Der GmbH-Geschäftsführer haftet nach dem BGH, wenn er den Rechtsformzusatz weglässt, immer auf Erfüllung. Und zwar vollumfänglich.
egal was er tut. Der BGH sagt, dasselbe gilt, wenn er einen falschen Rechtsformzusatz verwendet. Wenn er also statt als UG haftungsbeschränkt als Aktiengesellschaft auftritt, dann haftet er ebenfalls persönlich und unbeschränkt für alle Schulden. Und zwar unmittelbar gegenüber den Gläubigern, das heißt nicht etwa nur im Innenverhältnis. Auch das analog 179.1. Das finden viele in der Literatur falsch, denn sie sagen, die parallele Haftung im BGB wäre 280.1 in Verbindung mit 311 Absatz 3, wo nämlich drinsteht, es entstehen nur Rücksichtnahmepflichten, Aufklärungspflichten. Ich muss meinen Vertragspartner informieren darüber, dass nur ein beschränktes Vermögen haftet. Wenn ich das nicht tue, habe ich eine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Die Folge von 280.1, 311.3 in Verbindung mit 241.2 ist aber nicht, dass Erfüllungsschaden zu ersetzen ist, sondern ich muss den Gläubiger nur so stellen, wie er gestanden hätte, wenn er den Vertrag nie abgeschlossen hätte. Das negative Interesse ersetzen. Das negative Interesse ist aber hier im Zweifel entweder ein entgangener Gewinn oder schlicht null, wenn nämlich ein Dritter den Vertrag gar nicht übernommen hätte. Das heißt, hier wäre nicht, wie der BGH sagt, die Erfüllung geschuldet, sondern nur Schadensersatz und Schadensersatz im Hinblick auf den Vertrauensschaden. Ja, 823.1 ist auch selbstverständlich. Wenn der Geschäftsführer Leute überfährt mit dem Dienstwagen, dann haftet der Geschäftsführer und es haftet neben ihm die GmbH nach 823.1 in Verbindung mit 31 sowie nach § 7 StVG, weil die GmbH ja Halter des Pkw ist. Hier das, was ich ihm erklärt habe, bei einer drittgerichteten Pflicht haftet der Geschäftsführer jedem Geschädigten auf Schadensersatz nach 823.2. Und last but not least, wenn er absichtlich Leute schädigt, haftet er nach 826. Im Innenverhältnis geht es eigentlich immer um 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Wer die Sorgfalt eines ordnungsgemäßen Geschäftsführers außer Acht lässt, haftet auf Schadensersatz. Die Voraussetzungen ähneln § 280.1 BGB. Wir brauchen eine Pflichtverletzung, ein Verschulden und einen Schaden. Ein Schuldverhältnis brauchen wir deshalb nicht, weil der Geschäftsführer ist per se als Geschäftsführer Organ. Ob ein Anstellungsvertrag besteht oder nicht, ist dafür egal. Das Problem beim 43 ist genauso wie im Aktiengesetz, dass die Abgrenzung Pflichtverletzung und Vertreten müssen gar nicht so einfach ist. Wenn Sie nämlich gucken, definiert § 43 Absatz 1 die Pflicht, und die Pflicht ist einfach, die Geschäfte vernünftig zu führen. Wenn Sie dagegen verstoßen, haben Sie aber auch gleichzeitig das Verschulden, denn wenn Sie die Geschäfte unvernünftig führen, haben Sie nicht die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns gewahrt. Das heißt, diese Merkmale lassen sich nicht sauber trennen, mit der Folge, dass auch die Beweislast für beide Merkmale grundsätzlich beim Geschäftsführer liegt. Der Geschäftsführer muss also beweisen, wenn nachweislich ein Schaden eingetreten ist, dass dieser Schaden nicht darauf beruht, dass er sorgfaltswidrig gehandelt hat. Er muss sich also exkulpieren und sagen, es ist zwar ein Schaden eingetreten, aber ich bin es nicht schuld. Weil dieser Beweis im Grunde unmöglich ist, eine negative Tatsache, hat man eine Beweiserleichterung. Man wendet 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz analog an und sagt, immer dann, wenn der Geschäftsführer beweisen kann, dass es sich um eine unternehmerische Entscheidung handelt und er vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zu handeln, ist er privilegiert, soweit er das nicht eigennützig getan hat, sondern zum Wohle der Gesellschaft. Das heißt, es genügt, wenn er beweist, ich habe mich vernünftig informiert und es handelt sich um eine unternehmerische Entscheidung, schon ist er raus. Das ist für ihn eine gewisse Beweiserleichterung, für die Gesellschafter entsprechend eine Erschwerung. Was sind Pflichtverletzungen? Ich habe mal hier ein Best-of geliefert. Zum Beispiel, der Geschäftsführer kauft eine Maschine, die gar nicht funktioniert. Zum Beispiel, weil die Spannung nicht passt oder weil diese Maschine gar nicht in der Lage ist, das herzustellen, was die GmbH braucht. Sie kaufen zum Beispiel einen Webstuhl, obwohl die GmbH eigentlich Porzellan herstellt. Dann ist es ein schlechtes Geschäft.
Und der Kauf des Webstuhls ist eine Pflichtverletzung des Geschäftsführers. Er haftet also auf Schadensersatz. Ebenso, wenn ein Kassenfehlbestand auftaucht und nicht geklärt werden kann, wo er herkommt. Wenn auf einmal ein Minus in der Kasse ist, ist der Geschäftsführer dafür verantwortlich. Erst recht verantwortlich ist er, wenn er Firmengelder zweckwidrig verwendet. Wir hatten schon den Fall, für den Sportverein seines Sohnes gibt er eine Spende. Das ist zweckwidrig, wenn er nicht nachweisen kann, dass dadurch potenziell mehr Kunden gewonnen werden. Er kann also nicht einfach das Geld der GmbH aus dem Fenster rausschmeißen. Ebenso, wenn er vor Vertragsschluss nicht informiert hat, ob der Vertragspartner solvent ist. Der Geschäftsführer eines Küchenstudios verkauft eine Küche an irgendjemanden und dieserjenige hat schon 10 Millionen Schulden. Wer keine Schufa-Auskunft einholt, ist im Zweifel allein deshalb schon schadensersatzpflichtig. Dann Warenlieferung auf Kredit ohne Sicherheiten. Auch hier, wenn Sie Unternehmer sind und ein anderes Unternehmen liefern, dann sollten Sie sich eine Bürgschaft oder eine Bankgarantie oder was Ähnliches geben, sobald es ein gewisses Volumen erreicht. Sie können nicht einfach liefern und sagen, das wird schon gut gehen. Verjähren lassen von Gesellschaftsforderungen. Sie müssen als Geschäftsführer darauf achten, dass Sie Ihre Schulden rechtzeitig eintreiben und Mahnbescheide erlassen. Wenn Sie einfach sagen, hat halt nicht geklappt, lege ich weg, ist das eine Pflichtverletzung. Sie müssen also die Verjährungsfrist im Blick halten und das Ganze durchsetzen. Sie müssen auch Ihre Mitarbeiter kontrollieren, indem Sie den Warenbestand kontrollieren. Sie müssen also verhindern, dass die Mitarbeiter zum Beispiel im Kino hingehen und selber das Popcorn essen oder noch schlimmer, das Popcorn verkaufen, das Geld nicht in die Kasse tun, sondern in die eigene Tasche. Das ist Ihre Pflicht als Geschäftsführer. Das müssen Sie überwachen durch Stichproben und Ähnliches, durch Spione. Ja? Sie kennen das im Kino, wenn Sie billiges Kinoticket wollen, müssen Sie sich mit dem Geschäftsführer gut stehen und dann werden Sie als Spion eingesetzt. Dann müssen die viel Popcorn essen und gucken, ob das wirklich alles mal abgerechnet wird. Dann, jetzt wird es schon etwas dubioser, wenn Sie Geschäftschancen nicht verwerten, selbst wenn Sie davon privat Kenntnis verlangt haben. Die Idee ist, abends auf der Kegelbahn sagt Ihnen ein Kumpel, ach weißt du, da nebenan, der renoviert sein Haus, dann müssen Sie als Geschäftsführer versuchen, für die GmbH diesen Auftrag an Land zu ziehen. Geschäftsführer haben kein Privatleben. Die müssen alle Infos, die sie irgendwo herkriegen, für die GmbH verwerten. Weiterhin müssen Sie, wenn Sie ein Angebot mit hohen Summen einholen, gucken, ob das rentabel ist. Sie müssen also eine Prognose fällen und das müssen Sie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen machen. Sie müssen also gucken, wenn Sie einen Mietvertrag über 10 Jahre abschließen, wie sich potenziell der Mietzins entwickeln wird oder der Marktzins. Und last but not least müssen Sie, wenn Sie Unternehmensanteile kaufen, gucken, ob das ein sicheres oder ein unsicheres Unternehmen ist. Und wenn es ein unsicheres ist, dürfen Sie das nicht tun, dann handeln Sie pflichtwidrig allein durch den Erwerb der Anteile, selbst dann, wenn noch die Chance besteht, dass es gut ausgehen kann. Allein der Kauf ist schon eine Pflichtverletzung. Sie sehen also, man nimmt den Geschäftsführer sehr hart ran. Der Geschäftsführer hat einen ganz, ganz strengen Haftungsmaßstab. Der Grund dafür ist, weil er so viel Macht hat, muss diese Macht auch eingedämmt werden. Ja, der BGH hat wie gesagt, es gilt diese Business Judgment Rule. Er muss aber so viel tun, wie geht. Er muss also alle Informationsquellen ausschöpfen und sorgfältig abwägen und die Risiken berücksichtigen. Anders als in der AG kann vom Geschäftsführer einer GmbH nämlich noch was anderes verlangt werden. In der AG hat der Vorstand sozusagen einen einsamen Posten. Er muss entscheiden, entweder so oder so. In der GmbH hat der Geschäftsführer eine dritte Option. Der Geschäftsführer einer GmbH kann nämlich die Gesellschafterversammlung fragen. Er kann sagen, Gesellschafterversammlung, entscheidet ihr das? Mir ist die Sache zu heikel. Ich habe mich informiert, das ist mein Erkenntnisstand. Ich bin aber trotzdem nur zu 50% sicher. Bitte entscheidet ihr das. Das darf der Geschäftsführer und das wird von ihm auch verlangt. Er soll die Leute fragen, um deren Geld es geht. Er muss also zunächst sich vollständig informieren, dann gucken, welche Optionen er hat und dann, wenn
Eine der Optionen vorzugswürdig ist, diese wählen, auch wenn sie riskant ist. Wenn dagegen immer noch Unklarheiten bestehen, kann von ihm verlangt werden, dass er die Gesellschafter fragt, denn bei der GmbH gibt es bekanntermaßen ein Weisungsrecht. Jetzt schon wieder hier alles kaputt. Das ist ja super. Ja, weil der Geschäftsführer so gefährlich lebt, kann die GmbH sich versichern. Eine D&O-Versicherung ist keine Haftpflichtversicherung. Eine D&O-Versicherung versichert die GmbH gegen ihre Ausfälle. Die GmbH versichert sich also dagegen, dass sie geschädigt wird, genauso wie sie eine Hausratversicherung oder eine Unfallversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine private Krankenversicherung abschließen können, schließt die GmbH hier eine Versicherung ab gegen Schäden, die ihr Geschäftsführer ihr zufügt. Und die erfasst im Grundsatz erstmal alles. Regelmäßig ist vereinbart, dass die D&O-Versicherung im Innenverhältnis alleine haftet. Das heißt, es haftet im Innenverhältnis nicht mehr der Geschäftsführer, sondern nur noch die Versicherung. Das ist eine Sache. Das heißt, es haften im Außenverhältnis sowohl der Geschäftsführer als auch die Versicherung, im Innenverhältnis aber nur der Geschäftsführer. Es gibt keine Pflicht der Gesellschaft, eine solche Pflichtversicherung abzuschließen. Das kann man im Anstellungsvertrag vereinbaren. Wenn man es nicht vereinbart, hat man Pech gehabt. Es ist nochmal keine Versicherung des Geschäftsführers, sondern das zahlt die Gesellschaft. Die Gesellschaft schützt sich selber vor Schäden. Der Geschäftsführer profitiert nur zufällig davon sozusagen, weil er freigestellt wird. Deshalb ist es keine Pflicht der Gesellschaft. Ja, dann kommen wir noch zum Ende der Geschäftsführerstellung. Wie wird man den Geschäftsführer wieder los? Und das sehen Sie jetzt nicht, weil hier schon wieder nichts funktioniert. Das ist ja super. Ja. Also grundlos kann man ihn loswerden. Das Problem an der Sache ist nur folgendes. Selbst wenn in der Satzung drinstehen sollte, der Geschäftsführer kann nur aus wichtigem Grund abberufen werden, kann sich auf die Satzung nur jemand berufen, der gegen den Beschluss vorgehen kann. Eine Beschlussanfechtung ist genauso wie im Aktienrecht aber nur den Gesellschaftern möglich. Der ehemalige Geschäftsführer, der wirksam abberufen worden ist, kann keine Anfechtungsklage erheben, denn er ist nicht Gesellschafter. Sie haben also jemanden angestellt, haben ihm 100% sicher gemacht, er kann nicht abberufen werden, sondern nur aus wichtigem Grund. Und dann sagen sie, ach, wir haben doch keine Lust mehr, berufen ihn ab. Dann kann er selber den Beschluss nicht beseitigen, mit dem er abberufen worden ist. Er kann stattdessen nur klagen auf Wiedereinstellung aufgrund des schuldrechtlichen Verhältnisses im Anstellungsvertrag. Er kann dagegen nicht aus der Satzung vorgehen, weil er nicht Gesellschafter ist. Zudem, die Abberufung führt nicht automatisch zur Kündigung und umgekehrt. Der Grund dafür ist, dass das zwei komplett separate Schuldverhältnisse sind, die auch unabhängig davon Kündigungsgründe vorsehen können. Das ist vor allen Dingen fatal für den Geschäftsführer, der vorher Arbeitnehmer war. Und das ist der Fall, der die Arbeitsrichter auch immer wieder beschäftigt. Sie haben den Querulanten Q, befördern ihn immer weiter, bis er Geschäftsführer ist. Sobald er Geschäftsführer ist, berufen Sie ihn ab und kündigen den Dienstvertrag. Als Geschäftsführer unterliegt er nicht dem Kündigungsschutzgesetz und als Geschäftsführer brauchen Sie auch keinen Grund, um ihn rauszuschmeißen. Das heißt, Sie können ihn hinaus befördern sozusagen. Wenn er ganz oben angekommen ist, kann er fliegen. Da sagt man arbeitsrechtlich, allein die Abberufung führt nicht dazu, dass er zum Arbeitnehmer wird. Wenn er aber vorher Arbeitnehmer war, bleibt dieses schwebende Arbeitsverhältnis die ganze Zeit erhalten und es lebt wieder auf, wenn man ihn dann versucht rauszuschmeißen. Sie können also niemanden hinaus befördern. Ja, Sie können die beiden Verhältnisse verknüpfen, außer in diesem arbeitsrechtlichen Fall, indem Sie eine auflösende Bedingung machen. Sie können im Arbeitsvertrag nämlich reinschreiben, die Anstellung ist auflösend bedingt durch die Bestellung als Geschäftsführer. Oder anders ausgedrückt, die Anstellung ist auflösend bedingt durch den Nichtergang einer Abberufungsentscheidung. Sobald abberufen wird, soll auch die Anstellung ändern.
Generell nicht ausschließen können Sie die Abberufung aus wichtigem Grund. Der Grund dafür ist, man darf niemanden zwingen, auf ewig gebunden zu sein. Das heißt, jeder kann aus wichtigem Grund abberufen werden. Sie können auch jemanden nur auf Zeit zum Geschäftsführer machen. Das steht im BGB in 620. Dasselbe gilt aber auch für den Bestellungsvertrag. Denn wenn Sie jederzeit jemanden abberufen dürfen, können Sie auch sagen, von vornherein nur auf Zeit bestellt. Dann, das habe ich eben erklärt, dann gibt es noch die Möglichkeit der Amtsniederlegung. Auch der Geschäftsführer kann sagen, er hat keine Lust mehr. Die Amtsniederlegung kann aber ausnahmsweise gegen Treu und Glauben verstoßen, nämlich immer dann, wenn durch die Amtsniederlegung die GmbH geschädigt würde. Zum Beispiel, wenn es gerade kurz vor der Pleite steht und der Geschäftsführer springt ab, dann wird ihm das verwehrt und es wird gesagt, du musst zumindest so lange Geschäftsführer bleiben, bis die Krise überwunden ist. Das heißt, man kann jemanden dazu zwingen, dass er für eine gewisse Zeit noch Geschäftsführer bleibt, weil das andere treuwidrig wäre. Ja, damit sind wir am Ende des Geschäftsführers und auch am Ende dieser Veranstaltung. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche Montag wieder. Dann werden wir behandeln die Gesellschafter. Vielen Dank.